Hallo, lieber Widder. Mal gucken, was in der zweiten Februarwoche zu sehen ist. Ja, du neigst leicht in eine Fantasiewelt abzuschweifen. Du nimmst dir, glaube ich, dich selbst nicht so wichtig. Du bist eher zu sehr solidarisch, ja, und entsprechend auch bereit zuzuhören. Aber hat halt die, sag mal so einen negativen Beigeschmack, dass du halt auch leicht zu beeindrucken bist und auch beeinflussbar bist. Ja, das ist halt der Nachteil, wenn der Verstand zu träumen beginnt, ne? Genau, sorge ein bisschen was für dein Wohlbefinden diese Woche. Also es werden so Bedürfnisse an den Tag kommen, denen du in letzter Zeit wenig Gehör geschenkt hast. Ob du die Nähe und Liebe hast, die du jetzt brauchst, hängt auch ein bisschen davon ab, wie du um die nötige Harmonie sorgst, ja. Du sollst das Positive sehen. Du wirst dich ein bisschen begnadeter gegenüber der Welt. Also begegnest der Welt gegenüber ein bisschen positiver. Auch wenn nicht alles optimal läuft, sollte dir halt nicht die Stimmung verderben. Du bist halt wohlwollend und richtest halt einfach, ja, deinen Blick auf die schönen Sachen. Das war's dann auch lieber wieder. Bis zum nächsten Mal.